Nachdem die Herren der Wasserfreunde Spandau 04 erfolgreich den Meistertitel absahnen konnten, mussten sich die Frauen, also die Wasserfreundinnen, hingegen im ersten Finale gegen den SV Bayer Uerdingen geschlagen geben. Also eigentlich waren wir ziemlich gut drauf. Die Männer haben ja davor die Meisterschaft gewonnen und alle waren heiß auf das Spiel und wollten auch gewinnen. Gegen den SV Bayer Uerdingen konnten die Spandauerinnen in der Hauptrunde zweimal gewinnen. Dennoch durften sie nicht unterschätzt werden. Wir wussten, sie haben die Zeit gut genutzt. Wir wollten sie auch nicht unterschätzen. Genau, aber am Ende haben wir leider ein bisschen unkonzentriert gespielt. In der ersten Halbzeit konnten die Wasserfreundinnen leider nicht richtig beweisen, weswegen sie eigentlich im Finale standen. Nachdem Sophia Eggert für das 1:0 für die Gäste sorgte, kamen auch schon die weiteren Tore dazu. Nummer 11, Julia Eggert brachte das 2:0 und Gesa Deike das 3:0 für Bayer Uerdingen. Nach Ansage von Trainer und frischem Meister Markus Stamm sollte das Ganze nun seine Wende nehmen. Die Damen konnten sich noch vor der ersten Halbzeitpause auf 3:5 vorankämpfen. Die erste Halbzeit war so ein bisschen ein Rausch, es ging alles super schnell und auf einmal waren die mit 2-3 Toren vorne. Ich glaube, wir haben einfach angefangen, dann erst zu spielen nach der zweiten Halbzeit, leider. In der zweiten Halbzeit hingegen die Berlinerinnen meist mit 2 Toren hinterher. Belen Vosseberg mit der Nummer 2 konnte für ihr Spandauer Team insgesamt 3 Tore erzielen, doch leider reichte das für die Wasserfreundinnen nicht. Viele Chancen wurden nicht genutzt, auch die letzten 3 Sekunden vor dem Abpfiff, ganz vorn, Hosoya Kana, die versuchte das Ding noch auf ein Unentschieden zu drehen, vergeblich. Die Damen der Wasserfreunde mussten sich mit 8:9 geschlagen geben. Ins nächste Finalspiel, also hochkonzentriert. Wir gehen jetzt diese Woche ins Training mit voller Konzentration, mit voller Leidenschaft und alles, was wir haben, und versuchen natürlich dann noch in den nächsten 2 Spielen für uns die Meisterschaft zu gewinnen. In der Best-of-Three-Serie geht es für die Damen nun auswärts weiter. Hier muss das Spiel unbedingt gewonnen werden, damit noch eine Chance auf den Meistertitel besteht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.